Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich euch ein bisschen was über den Wiener Dialekt erklären. Also zuerst ein paar Wörter, dann wie bildet man Sätze und ein paar Beispielsätze. So, also da wären nochmal einige Wörter. Hörst bedeutet so viel wie hörst du im Sinne von einer Anrede eigentlich an jemanden. Also, hörst du mir zu? Dann Euder bedeutet so viel wie Alter, auch eigentlich als Anrede zu verwenden. Dann Ur, das ist ein Steigerungsbegriff, also so viel wie sehr oder ja, urgut bedeutet zum Beispiel sehr gut, wenn man das so übersetzen möchte. Dann Bam, das ist, also es gibt einerseits, könnte man damit den Baum meinen, den Bam, oder man meint, so wenn man überrascht ist, also zum Beispiel, auf einmal läuft irgendjemand über den Weg, den du kennst, sagst, bam, da ist ja der Freddy oder was weiß ich. Also, das ist, ja, das werdet ihr dann in den Beispielsätzen besser verstehen. Punktur ist, wenn jemand sozusagen randvoll mit Alkohol ist, also schon total besoffen. Fladern bedeutet stehlen, ja, stehlen. Servus ist eine Begrüßungsform, kann eigentlich am Anfang und am Ende von einer Unterhaltung sein. Dann die Hüsen, das ist eine Bierdose, könnte man auch sagen Hülse. Dann Leiwand, das ist, wenn etwas Leiwand ist, dann ist es erstklassig oder sehr gut. Ja, dann der Arsch, das ist das Hinterteil, das kann als Beleidigung an jemanden sein oder im Zusammenhang, dass etwas schlecht ist. Zum Beispiel sagst du, Herz, das ist Urarsch, dann ist etwas eben sehr schlecht. Dann die Chick ist die Zigarette zum Rauchen. Dann eine Zwiderwurzen ist ein, könnte man sagen, griesgrämiger Mensch, also einer, der ziemlich schlecht gelaunt ist, der sagt, lass mich in Ruhe oder ich will nichts mit dir zu tun haben, den könnte man als Zwiderwurzen bezeichnen. Dann Goschen ist der Mund, das ist aber eher beleidigend gemeint, also wenn man zu jemandem sagt, halt die Goschen, dann meint man damit, sei ruhig, lass mich in Ruhe. Lepschi ist ein Begriff, sowas wie, man könnte dazu sagen, fortgehen. Also zum Beispiel, die Susi ist auf Lepschi, dann bedeutet das, dass sie jetzt in einer Disco oder in einem Lokal ist. Also ausgehen einfach. Und dann gibt es noch zum Beispiel Bock. Das heißt, könnte man übersetzen mit Pack. In dem Zusammenhang, das verstehe ich nicht. Zum Beispiel, das Bock in it heißt, das verstehe ich nicht. Ja, dann, wie bildet man Sätze? Man verwendet hauptsächlich Wörter wie Euder, Herst und Ur. Ohne H geschrieben, also nur UR. Ja, dann Sätze, Beispielsätze. Herst, Euder, hast du einen Chick für mich? Heißt eben, hörst du zu, Alter? Hast du eine Zigarette für mich? Dann, wenn man zu einem Imbiss geht und sich was bestellen möchte, sagt man, ein Eitrige und ein Bugel und ein 16er Blech, bitte. Das bedeutet eine Käsekreiner und das Scherzel vom Brot und eine Bierdose. Ich glaube, Gösser hat diesen Begriff 16er Blech ins Leben gerufen. Ja, dann eben, wenn man irgendwo einen stark alkoholisierten Menschen sieht, sagt man, Alter, der ist pumpt zu.
Das heißt eben, der ist komplett besoffen. Dann gibt es noch den Begriff, eben zum Beispiel das Bocky Urnet. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also wenn jemand irgendwie am Blödsinn oder sowas redet, dann sagt man das eben so. Also, oder eben, man versteht nicht, was diesejenige Person redet. Und ja, oder als zum Beispiel noch für Leiwand sagt man, Herrst, das ist urleiwand. Dann meint man eben, das ist super. Eben zum Beispiel, Herrst, das Video ist urleiwand. Dann meint man damit, dass dieses Video einfach super einmalig klasse ist. Ja, ich hoffe, ihr habt euch amüsiert und es gefällt euch und vielleicht mache ich nochmal ein Video, um weitere Begriffe zu erklären, falls es euch interessiert. Tschüss!